Wasser, Erde, Feuer, Luft. Vor langer Zeit lebten alle vier Nationen zusammen in Harmonie. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Nur der Avatar, Herr der vier Elemente, hätte sie aufhalten können. Aber als die Welt ihn am meisten brauchte, verschwand er. 100 Jahre sind vergangen und mein Bruder und ich entdeckten den neuen Avatar. Ein Luftbändiger namens Aang. Zusammen reisten wir um die ganze Welt auf der Suche nach WLAN für Aang, da er bisher nur sein Geburtselement beherrschte. Auf der Flucht vor dem Kronprinzen der Feuernation, Zuko, gelangten wir an die entferntesten Orte und machten neue Freunde und Verbündete, aber auch neue Feinde. Am Nordpol lernte uns Meister Pakun das Wasser bändigen und so verhinderten wir, dass die Feuernation den nördlichen Wasserstamm gleich wie den südlichen überrannten und den Geistern des Mondes und des Meeres weiter stark zu machen. Leider musste unsere Freundin Yue dafür ihr Leben lassen. Im Erdkönigreich lernten wir Toph, ein blindes Mädchen, kennen mit unglaublichen Fähigkeiten, die Aang fortan das Erdbändigen beibrachte. Während Aang die Luft, das Wasser und die Erde immer besser zu beherrschen wusste, schmiedete die Feuernation ihre eigenen Pläne und riss die Mauern Wasing Sees ein. Trotz aller Bemühungen waren wir gegen Azulas Stärke machtlos und mussten abermals fliehen. Durch Zukos Zutun und Verrat an uns wurde Aang so schwer verletzt, dass die Welt glaubte, der Avatar war ein weiteres Mal von uns gegangen. Aber dank dem heiligen Wasser vom Nordstamm konnte ich ihn retten. Und so schlichen wir uns unbemerkt durch die Feuernation und die Invasion zum Tag der Sonnenfinsternis, den Tag, an dem die Feuerbändiger die Kraft verlieren würden, vorzubereiten. Leider scheiterte auch dieser Angriff und all unsere Verbündeten und Freunde wurden von der Feuernation gefangen genommen. Dennoch glaube ich daran, dass Aang diese Welt retten wird. Als wir klein waren, wurde uns erzählt, dass die Feuernation die größte Zivilisation der Geschichte sei. Und dass der Krieg dazu dient, unsere Größen mit dem Rest der Welt zu teilen. Ich habe meine Ehre wieder. Mein Vater akzeptiert mich endlich und legt sogar Wert darauf, auf das, was ich sage. Ich habe alles, was ich mir immer gewünscht habe. Seine Aufmerksamkeit und seinen Respekt. Aber warum bin ich denn immer noch so unglücklich? Ja, wütend! Dieses ganze Gehabe ist eine Farce. Er sieht mir doch nur den Prinzen ein, so den er sich immer gewünscht hat. Weil er glaubt, ich hätte den Avatar getötet. Aber es war Azula, meine nahezu immer perfekte Schwester. Weil sie die Schande nicht tragen könnte, falls er überlebt hat. Die ist nun wieder gemeine, denn er hat tatsächlich überlebt. Ich habe meinen Onkel verraten. Und das, obwohl er mir viel mehr ein Vater war, als der Feuerlord das je hätte sein können. Aber wofür? Für das hier? Die Menschen, sie hassen die Feuernation. Sie fürchten sie. Und das völlig zu Recht. Wir haben ein Zeitalter der Furcht und Angst geschaffen. Und ich habe so viele Fehler begangen. Aber ich werde es wieder gut machen. Ich werde mich dem Avatar anschließen und ihm helfen, meinen Vater zu besiegen. Sieh an. Ist das Prinzip wieder einmal unentschlossen und will sein Land verraten? Hey, Susu, komm schon, du bist vieles, aber doch kein Verräter. Das kennen wir schon, oder Mädels? Willst du deine wiedererlangte Ehre wirklich so einfach wieder wegwerfen, Prinz Zuko? Meine Ehre, die du mir mit deinen Lügen zurückbeschafft hast? Oh nein, Azula, ich werde meine Ehre selbst zurückholen. Ich werde das tun, was ich schon lange hätte tun sollen. Hör auf, Zuko! Du kannst mir auch gleich sagen, dass du mir das Herz brechen willst. Es geht dabei nicht um dich, Mai, es geht um die Feuernation. Na danke auch. Fühlt man sich ja gleich viel besser. Hey Leute, wollt ihr nicht alle einen Gang zurückschalten und in Ruhe miteinander reden? Da gibt's nichts zu reden. Nicht wahr? Deine Schuhe stehen schon fest. Da könntest du recht haben.
Tut mir leid, Mann. Such mal, Drassi. Was steht hier noch rum? Los, verfolgt die! Stopp, du bist hier. Suko wird auf einen Fehler zurückgebrochen kommen und um Gnade und Verzeihung winseln. Dann noch liegt das ganze Team zu verzeihen und den Laufpass zu geben. Jetzt haben wir alle etwas Wichtigeres zu tun. Was denn, Asula? Was plant der Feuer doch als nächstes? Wie will er den Avatar vernichten? Das System befindet sich immer noch in der Gewalt der Feuernation. Allerdings wollen es einige erdbändiger Rebellen daran hindern, den endgültigen Sieg über das Erdkönigreich zu erlangen. Unsere Armeen sind zahlenmäßig unterlegen. Deshalb will mein Vater schnellstens mehr himmlische Truppen ins Land schaffen. Zosins Komet wird uns bald erreichen und an diesem Tag wird uns mit der Macht von 100 Sonnen stärken. Das heißt, die Erdbändiger werden keine Chance gegen uns haben. Ganz recht, Heidi. Als der Komet das letzte Mal kam, nutzte ihn mein Urgroßvater Feuerleut Zosin, um die lästigen Luftnummern auszulöschen. Dieses Mal werden wir seine Macht nutzen, um das Erdkönigreich zu vernichten. Und zwar für immer. Was? Ist das denn wirklich nötig? Ich meine, wie wollen dein Vater das denn bewerkstelligen? Von unseren Luftschiffen aus werden wir Feuer über ein Land regnen lassen. Ein Feuer, das alles vernichten wird und aus einer Asche wird sich eine neue Welt erheben. Eine Welt, in der alle Völker zur Feuernation gehören und mein Vater der oberste Herrscher sein wird. Guck, nicht so verschwinden!